Hallo Menschen, heute mal ein Video, in dem ihr mich nicht seht, dafür aber wunderbare Bücher und ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr guter Tausch. Wie ich schon immer erwähnt habe, bekam ich vor kurzem ein neues Bücherregal, was der perfekte Moment ist, um so eine Regaltour zu drehen, da jetzt ausnahmsweise mal alles aufgeräumt ist und auch nichts aufeinander liegt. Ich mag es nicht besonders, wenn in solchen Videos wirklich jedes einzelne Buch aus dem Regal gezogen wird, weswegen ich euch jetzt so eine Art Überblick gebe über die Genres und wie es angeordnet ist und dann die Regalböden eher so einmal entlang fahre und auf Besonderheiten eingehe oder mal eine Empfehlung ausspreche, aber definitiv nicht jedes einzelne Buch aus dem Regal ziehe. Genau, der Gesamtüberblick. Ihr seht ja schon links meine Reklamheftchen, die ich auch definitiv alle auf einem Platz haben wollte. Das führt zwar dazu, dass dann einige Autoren nicht mehr zusammenstehen, wenn ich eben eine Reklam und eine andere Ausgabe von ihnen habe, aber rein aus ästhetischen Gründen werde ich das trotzdem beibehalten, denn ich liebe diesen Reklam. Strahl? Strahl. Daneben finden wir ein paar wenige Tagebücher, Memoiren und Biografien, gefolgt von den darunterstehenden Lyrikbändchen, die, jetzt wo sie im neuen Regal stehen, wirklich wenig aussehen irgendwie, aber immerhin Platz nach oben lassen. Darunter finden wir ein paar philosophische, religiöse, allgemein geisteswissenschaftliche, geschichtliche und dann auch naturwissenschaftliche Bücher. Wobei gerade letztere aber definitiv keine Fachliteratur sind, sondern eher auch so ein paar Bildbände zur Natur oder also nichts wirklich Tiefgehendes, muss ich zugeben. Außerdem ein paar verstreute Kisten, Ordner und Zeitschriften. Das nächste Regal, also das erste Billy-Regal, ist quasi mein Hauptregal. Dort findet sich so das, was man als Literary Fiction bezeichnet, auch meine Klassiker, eben genrefreie Literatur, so normale Romane, ein bisschen Belletristik und dergleichen. Ihr seht ja da unten vielleicht auch schon, dass ich da noch ein bisschen Platz habe, was wunderbar ist, da das vermutlich das Regal ist, wo am meisten Neues hinzukommt. Im nächsten Billy-Regal oben haben wir die Science Fiction, die von den Genren her definitiv jene ist, wo ich mir am meisten Neues kaufe, im Gegensatz zur darunterstehenden Fantasy, wo außer vielleicht mal Walter Mörs und Patrick Rothfuss nichts Neues dazukommt. Das sind eher die Bände, die ich damals in meiner Jugend mochte. Der Großteil in Fantasy steht noch in meinem alten Kinderzimmer, weil ich das halt so mit 14 bis 17 vielleicht gelesen habe und auch aktuell nur so an bestimmte Bücher herankomme. Noch schlimmer ist es bei den darunterstehenden Thriller- und Horrorbüchern, da kommt definitiv nichts Neues dazu. Ich glaube, ich las jetzt seit 6, 7 Jahren keinen Thriller. Was jetzt dort steht, sind nur noch die, die ich so gut in Erinnerung habe, aber auch nicht unbedingt noch einmal neu lesen möchte. Daneben ist so ein wenig mein stiefmütterliches Regal. Es sind zwar auch ein paar wunderbare Bildbände dabei, aber eben auch so Wörter- und Kochbücher, einfach viel Kram. Und ganz unten, was ihr nicht mal mehr seht, das sind so Bücher aus der Bundeszentrale für politische Bildung, die alle meinem Partner gehören, die ich ihm ja auch nicht aus dem Regal werfen möchte, die er aber auch nie wieder in die Hand nehmen wird. Soviel erstmal zum allgemeinen Überblick. Erst noch einmal kurz zur Dekoration obendrauf. Ihr habt hier so eine kleine Eule mit einer Kugel drin, die sich auch dreht. Übrigens werdet ihr in diesen Regalen unglaublich viele Eulen sehen. Und nein, ich sammle die nicht, aber ich habe dummerweise irgendwann einmal erwähnt, dass ich Eulen mag. Und seitdem schenken mir Eulen Menschen. Mhm, genau, egal, weiter geht's. Und obendrauf haben wir zwei Ausgaben, die einfach ein wenig hübsch sind. Das wäre hier einmal die Southern Reach Trilogie. Ja, ich weiß, da stehen nur zwei Teile, denn ich warte immer noch auf den zweiten, der aktuell vergriffen ist. Und deswegen stehen hier dummerweise Teil 1 und 3 und ich kann nicht weiterlesen. Wir finden eine weitere Eule und die hübschen... Au, Stativ. Und die hübschen, von meinem Schatten bedeckten Word Cloud Classics, die einfach so schön sind, dass ich sie von vorne gerne ausstellen wollte. Außerdem ein Schwert, was nicht mir gehört, aber jetzt habt ihr auch mal ein Schwert gesehen. Hier haben wir dann die ersten Reglam-Bändchen. Ihr werdet definitiv einiges aus einem Germanistik- und Philosophiestudium finden, aber auch vieles, was ich mir selbst gekauft habe. Zum Beispiel Reinicke Fuchs, Texte der Autorschaft, das ist definitiv Uni. Wir haben hier aber auch Baudelaire. Das ist derjenige, der mich zum ersten Mal von Lyrik begeistert hat, weil ich gemerkt habe, Mensch, Lyrik kann ja auch andere Dinge beschreiben, als das, was man in der Schule so liest. Dummerweise habe ich das in meiner jugendlichen Anfangs-Gothic-Phase einmal angekokelt. Ich dachte, das sei cool, man könnte dann schöne Bilder davon machen.
was ich jetzt nicht mehr besonders cool finde. Aber auch der daneben stehende Ben gehört mit zu meinen Lieblingslyrikern, einfach weil es zum ersten Mal war, dass ich erfahren habe, Mensch, man kann ja auch über im Moor herumliegende Leichen schreiben. Das ist ja eigentlich ziemlich interessant. Ja, wir haben ja ein paar Mal Alice im Wunderland, die Dostojewskis, wo ich glaube ich aber auch nochmal ein Nichtreklambändchen habe. Natürlich Goethe, der dann auch nochmal bei den Hamburger Leseheften steht. Und die Odyssee, die ich leider immer noch nicht gelesen habe, aber demnächst lesen werden muss, beziehungsweise möchte natürlich, weil ich mir einen Comic bestellt habe, was darauf basiert. Aber das schauen wir mal. Es geht weiter mit ein wenig David Hume, wo wir auch mehreres doppelt haben, da mein Freund auch Philosophie studiert hat. Der Kafka steht hier, zumindest das, was man von Reklam da hat. Und dann kommt auch schon Kant, mit dessen Philosophie ich noch nie besonders viel anfangen konnte. Aber wir haben sie behandelt und gelernt. Naja, immerhin. Ganz im Gegenteil zum Beispiel zu Nietzsche, wo ich damals zum ersten Mal so dachte, Mensch, das ist jemand, der hat die Welt durchschaut. Also inzwischen kann ich ihn natürlich auch etwas kritischer betrachten, aber so mit 15, glaube ich, oder 16 habe ich ihn gelesen. Und das war so eine Art philosophischer Offenbarungsmoment, wo ich mir dachte, das möchte ich auch, ich möchte mehr erfahren, ich möchte auch so denken lernen. Das erste Mal, dass ich mich freiwillig damit mit Philosophie beschäftigt habe. An Nietzsche hängt natürlich unweigerlich auch irgendwie ein bisschen Schopenhauer daran, den haben wir hier auch doppelt stehen. Und dann kommen noch die letzten. Ja, ein wenig Oscar Wilde, ein paar zweisprachige, obwohl ich zum Beispiel gar kein Französisch spreche, aber naja, ich wollte es halt auch nochmal im Original da haben. Wir haben ein paar englischsprachige und dem schließen sich jetzt die Little Black Classics an, wovon ich bis jetzt immer noch nur zwei gelesen habe und in dieser kleinen hübschen Box ist, glaube ich, aktuell nichts drin. Hier in der dunklen Ecke sind dann die besagten Biografien und Memoiren. Was ich unbedingt weiterlesen möchte, ist von Maya Angelou. Die hat eine siebenteilige Autobiografie, also beziehungsweise literarisch aufgearbeitete Autobiografie geschrieben, die unglaublich eindrücklich und interessant war. Genauso natürlich Arbeit und Struktur, was ich euch im letzten Lesemonat vorgestellt habe. Und ansonsten würde ich in diesem Bereich gar nicht so viel weiterreden. Darunter finden wir die Lyrik. Was wirklich schade ist, dass die Heftchen vom Fix Poetry Verlag nicht mehr hergestellt werden. Da habe ich jetzt hier so die, keine Ahnung, sechs oder so. Leider gibt es die nicht mehr. Oder zumindest nur noch ein paar wenige und ich habe auch keine neuen mehr entdeckt. Ansonsten finden wir hier hauptsächlich so ein paar Deutschsprache, die Inge Bock, Bachmann, aber auch Bukowski, wo ich mal eine etwas länger anhaltende Phase hatte, sodass ich hier auch dieses Gesamtdingsbums, ja, ich kann euch wieder toll reden, die Gesamtausgabe habe, mein ewiger Favorit, Paul Celan, wo ich leider immer noch nicht die Gesamtausgabe habe, obwohl man die sich durchaus leisten kann, aber das ist, glaube ich, wenn man mich nach meinem Lieblingsauto fragen würde, die Antwort. Ja, noch ein paar dünne Heftchen, die ich euch aber in den letzten Lesemonaten alle vorgestellt habe. Wir haben hier Else Lasker Schüler. Oh, hier noch jemand, den ich euch zeigen möchte. Unter dem Pseudonym Minusgold, auch auf einem Tumblr vertreten. Eine junge österreichische Lyrikerin, deren Buch aktuell vergriffen ist, weil es nur im Selbstverlag herausgegeben ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet sie auch an einem neuen. Ich werde euch ihr mal ihren Tumblr unten verlinken, weil sich das wirklich lohnt, da mal reinzuschauen. Eine absolute Empfehlung von mir. Ja, hier hinten haben wir auch noch ein paar aktuelle. Außerdem Thomas Dranströmer. Ich glaube, der hat sogar den Literaturnobelpreis bekommen. Und ich muss leider sagen, dass er mich nicht so wirklich begeistert hat. Und dann haben wir am Ende auch noch ein paar, die ich euch schon vorgestellt habe. Dann wäre es das auch schon zur Lyrik. Dem folgen jetzt die philosophischen Bücher, die nicht oben bei den Reklamheftchen stehen. Wie gesagt, die gesammelten Werke von Nietzsche habe ich hier unten noch einmal. Einige Sachen, die man eben zu Seminaren kaufen musste. Maschine, Körper, Geist, das war wirklich interessant. Etwas, was ich mir auch selber dann zu Hause noch gekauft habe für meine eigene Lektüre. Hat nichts mit der Uni dann mehr zu tun. Auch ein paar Bücher, die mein Freund lesen musste. Hier wird es jetzt etwas durchmischter. Wir haben die Religionskritik neben der Religion, ein wenig Geschichtliches und ja, wie damals in meiner Fantasy-Phase war ich auch so begeistert von alten Völkern, von Mythologien und dergleichen. Und dann die letzten in der Sachbuchreihe.
Hieb- und Stichwaffen, was ich mir damals eher gekauft habe, als ich noch viel gezeichnet habe, so als Vorlagen. Das Lexikon des Unwissens ist ganz amüsant. 1913 las ich diesen Januar, bevor ich mit BookTube angefangen habe, das eine absolute Empfehlung hat von mir 10 von 10 Punkten bekommen. Es ist amüsant, es ist manchmal ironisch und trotzdem in gewisser Weise lehrreich über gewisse geisteswissenschaftliche, vielleicht auch politische Vorgänge in diesem Jahr. Wir haben hier ein paar Hawkings, den ich immer wieder sehr gut finde, da er auch einen gewissen Humor hat in seinen Sachbüchern und das trotzdem für Laien verständlich erklärt. Na gut, was heißt verständlich? Die kurze Geschichte der Zeit habe ich vielleicht auch nicht komplett verstanden. Aber man hat immer so das Gefühl, man versteht es fast, falls ihr versteht, was ich meine. Verstehen, verstehen, verstehen. Ja, hier wie gesagt, also diese paar naturwissenschaftlichen Bildbände. Was eigentlich ganz interessant war, ist dieses Wo liegt der Himmel auf Erden, wo Fotografen aus also vom National Geographic, die ja schon so unglaublich viel gesehen haben, die ständig an verschiedenste Orte reisen, wo die uns erzählen, was ihnen am besten gefallen hat. Und da hier hinten noch so ein bisschen, was ihr gar nicht mehr so ganz seht, ein bisschen Reise, Literatur. An der Stelle, wo man nicht besonders viel sieht, zeige ich euch noch kurz meine Nerd-Seite, denn in dieser Kiste, seht ihr es schon? Nein. Verbergen sich meine Magic the Gathering Karten. Hä? Was liegt denn da für ein Kätzchen? Was ist denn das? Also, wie gesagt, Magic the Gathering, was man hier nicht sehr gut sieht, manchmal kommt der kleine Nerd in mir durch. Und hier unten sind noch ein paar Zeitschriften. Das ist unter anderem das Arte-Magazin, was ich inzwischen leider abbestellt habe. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich definitiv nicht dazu komme. Weil ich mir jedes Mal, wenn ich Zeit zu lesen habe, sage, dass ich lieber zu einem Buch greife als zu einer Zeitung, weswegen ich, glaube ich, die letzten 6 oder so hier noch nicht einmal gelesen habe. Außerdem, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist das Still-Magazin. Ich zeige es euch mal kurz. Ein Magazin für junge Literatur und Fotografie, sodass man dann eben immer großflächig Fotos hat und auch Lyrik, Kurzgeschichten und dergleichen. Das erscheint, glaube ich, 2-mal im Jahr oder so, ich weiß gar nicht, ich habe es abonniert. Eine Empfehlung, wenn man mal neben den Büchern noch ein wenig andere Lektüre haben möchte, worauf man vielleicht oft nicht von allein gekommen wäre. Jetzt befinden wir uns oben im Billy-Regal, was ich leider nicht mit Stativ filmen kann, weil es zu kurz ist. Ich möchte noch schnell erklären, normalerweise sind innerhalb der Genre meine Bücher alphabetisch sortiert. Hier wollte ich allerdings ein paar hübsche Bücher vorneweg ausstellen. Und zwar ist es diese alte Ausgabe von Shakespeare. Wir haben hier diese hübschen Märchen, außerdem die interessant gestalteten, naja, was ist das, Thriller oder provokative Bücher. Und natürlich die ewig schöne Fischer-Taschenbibliothek, die ich dann doch immer mal erweitere, wenn ich denn einen neuen Titel finde. Dann geht's alphabetisch los. Ein paar Paul Auster, ein Julian Barnes und außerdem eine dicke kleine Kuh, die ich mir als kleines Kind erweint habe, indem ich meine Eltern in einer ohrenbetäubenden Lautstärke bloßgestellt habe auf einem Gipfel irgendwie, wo ich unbedingt diese Kuh haben wollte, die sie mir aus verständlichen Gründen eigentlich nicht kaufen wollten. Aber ich habe sie bekommen, indem ich laut, laut schrie und weinte. Tolles Kind. Ja, wir haben hier hinten ein paar Dirk Bernemanns, den ich mal gut und mal irgendwie nicht so gut finde. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Und die Jugend ohne Gott. Im nächsten Regal haben wir wieder eine Eule, die aber ziemlich cool ist, weil sie diese kleine Eule in sich drin hat. Aber um die Bücher besser zu sehen, im Hintergrund seht ihr so ein paar moderne deutsche Klassiker. Also wir haben hier den Thomas Bernhard, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert und dergleichen. Außerdem Der Meister und Margarita, ein Buch, was ich vermutlich zu zeitig gelesen habe, vielleicht auch so mit 15, 16. Ich habe vermutlich nicht alles verstanden, was mir der Autor sagen wollte. Wir haben daneben Clockwork Orange, wo ich mir nie sicher bin, ob ich es doch mit zu The Science Fiction stellen sollte, weil ja natürlich ist es eine Dystopie, aber eigentlich nicht wirklich Science Fiction, oder? Schreibt mir mal, wo ihr das bei euch hinstellt. Wir haben Albert Camus, noch ein wenig Alice Carroll. Naja. Mein einziger Paulo Coelho, den ich jemals gelesen habe, und es wird auch der letzte sein, der ist mir definitiv zu esoterisch. Und hier haben wir Raum, was ja auf BookTube, zumindest im englischsprachigen Bereich, so ein wenig herumging.
Ja, hier sehen wir noch ein paar Dürrenmatts, wo ich definitiv noch mehr lesen möchte. Ich habe das so genossen, ich mag seinen Humor und besitze leider nur zwei seiner Bücher. Jemand, auf den ich euch gerne aufmerksam machen möchte, ist Michaela Falkner. Du blutest, du blutest. Also und auch noch ein paar andere Romane von ihr. Jemand, von dem ich das Gefühl habe, dass viele sie nicht kennen, die aber ein unglaublich eindringliches Buch geschrieben hat, was ich gerne nochmal neu lesen möchte, da ich das Gefühl habe, einiges nicht mehr zu wissen. Aber eine Empfehlung an der Stelle. Auch Extrem laut und unglaublich nah mochte ich sehr, wo es ja so gehypt wurde und dann quasi jeder das gelesen habe, aber in dem Fall ist es auch absolut verdient. Im Gegensatz zu Melancholia, das ist eine absolute Nichtleseempfehlung von mir. Das ist das Werk einer 17-Jährigen und dummerweise muss man auch sagen, es liest sich wie das sehr prätentiöse Erstlingswerk einer jungen Autorin, die unbedingt beweisen möchte, wie intelligent sie ist und dass sie doch mit den Großen mithalten möchte. Was in dem Fall meiner Meinung nach schief geht. Die verdunkelte Sonne bekommt von mir eine Empfehlung. Klassiker wie Der Herr der Fliegen und Der Niedergang oder Nur Niedergang gefiel mir nicht besonders gut. Ihr seht hier am Rande schon meinen Tolino eingepackt, wo ich glaube ich seit Monaten nichts mehr gelesen habe, aber naja. Mal schauen, wie sich's mit den elektronischen Büchern und mir entwickelt. Der unsichtbare Apfel fand ich anders und besonders und insofern interessant, würde ich grundsätzlich empfehlen. Wir haben ja noch ein wenig Heine Herrndorf und meine Hesse-Phase, wo ja schon bei der Lyrik ein Bändchen stand, die jetzt aber weitestgehend überstanden ist. Also aktuell gibt mir Hermann Hesse nicht mehr so viel wie früher. Die nächste Ebene startet mit Peter Höeg, den ich erst letztes Jahr für mich entdeckt habe, wobei ich eher der Plan von der Abschaffung des Dunkel als Fräulein Smilas Gespür für Schnee empfehlen würde. Ich glaube, ein ungelesenes liegt auch noch bei mir herum. Wir haben hier den Glöckner von Notre Dame als Klassiker, was eine zwar schon langwierige, aber interessante Lektüre war. Franz Kafkas Amerika, von dem ich eher enttäuscht war. Noch ein paar andere Erzählungen von Kafka, was man hier nicht so gut sieht. Die Vermessung der Welt, von dem ich auch nicht so begeistert war. Einer flog über das Kuckucksnest ist hingegen wieder eine absolute Empfehlung. Wir haben dann hier leicht versteckt meinen einzigen Milan Kundera, wo ich leider nicht mit einem Roman angefangen habe, sondern mit diesen eher erinnerungsartigen Texten, was meine Euphorie ein wenig gebremst hat und mich nicht wirklich hat begeistern können. Eine Empfehlung vor allem für die Aufmachung bekommt die Karte meiner Träume. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Wo hier immer so am Rand und oben Zeichnungen sind, Anmerkungen wie Fußnoten und kartografisches Material, was ich wirklich, wirklich interessant fand. Auch daneben eines meiner absoluten Lieblingsbücher, Gerd Ledig, Die Vergeltung. Ein grausamer, ein furchtbarer, aber ein ebenso wunderbarer Text über das Übel des Krieges, könnte man sagen, wirklich, wirklich eindringlich. Falls ihr hier mal die erste Seite lest und die furchtbar findet, so ist auch der restliche Text, aber furchtbar halt auf eine sehr gute, eine. Ach, ich kann nicht mehr reden. Ich finde das Buch sehr gut. Guckt es euch mal an. Es ist schön. Hier versteckt ist, wer die Nachtigall stört, was ich euch ja schon besprochen habe. Ein wenig andere Kram, Thomas Mann, Moby Dick. Naja, Lea fand ich ganz gut von ihm. Nachtzug nach Lissabon habe ich noch nicht gelesen, aber das bekommt grundsätzlich eine Empfehlung. Der Wolkenatlas, den fand ich großartig, würde ich jedem empfehlen, im Gegensatz zu Patrick Modiano. Davon war ich eher enttäuscht. Ich werde auch definitiv erstmal nichts von diesem Autor anfassen, selbst wenn er den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Und dann haben wir hinten noch Toni Morrisons Menschenkind, was ich euch auch schon vorgestellt habe. Und außerdem einen Tod mit Pudel, was ich kostenlos mal auf Arbeit gekriegt habe. Ich denke, es wird nicht unglaublich lange in meinem Leben verweilen. Vielleicht haue ich es dann doch irgendwann mal weg. Naja, mach schon. Im nächsten Regal fällt zuerst dieses Persacktier hier auf. Ein Seepferdchen mit einem kleinen Seepferdchen darin. Und mir wurde gesagt, dass das hier Sieg und das hier Linde ist, was ich sehr amüsant finde. Dahinter finden wir zuerst Alice Munro, von der ich auch eher enttäuscht war. Außerdem Haruki Murakami, an den ich aktuell überhaupt nicht mehr heran kann. Ich las zuerst von ihm Kafka am Strand, was ich noch großartig fand. Und irgendwie wurde es dann immer schlechter oder einfach überlesen. Wer weiß, auf jeden Fall wird in den nächsten Jahren nichts Neues dazukommen. Wir haben hier noch Lolita, was ich euch auch schon mal gesagt habe, dass ich das eine absolute Empfehlung finde. Große Literatur.
Dem folgt die Entdeckung der Langsamkeit, außerdem meine Amelie Nothomb, von dem ich euch ja schon mal erzählt habe. George Orwells Farm der Tiere, 1984, steht bei mir bei der Science Fiction. Ein wenig anderes Zeug, Sylvia Plath. Eine junge deutsche Autorin, die ich euch vielleicht noch empfehlen möchte. Und Im Zweifel für dich selbst von Elisabeth Rank, wobei ich noch nichts anderes von ihr gelesen habe. Es ist auch, ist vielleicht so Literatur, die man so Anfang 20 lesen sollte. Also, es ist nicht negativ gemeint, aber ich glaube, dass man vielleicht mit 40 nicht mehr so viel aus dem Buch nehmen kann, wie in jungen Jahren. Dann Hiob von Josef Rüro. Oh, Die Stadt der Blinden, das gefiel mir sehr gut. Es wird auch verfilmt, aber grundsätzlich eine Empfehlung für das Buch. Obwohl mir, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass mir irgendetwas an der Sprache nicht gut gefiel. Aber die Idee gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann haben wir noch ein bisschen Sartre. Die Luftgängerin, die mir empfohlen wurde. Seht ihr ja kaum noch. Die mir empfohlen wurde und mich leider nicht begeistern konnte. Und wieder hier hinten in der dunklen Ecke zum Beispiel Austerlitz, was ich ja rezensiert habe letzten Monat. Außerdem Der Trafikant, was zum Beispiel Vincent von Handverlesen rezensiert hat. Von dem man leider nichts mehr hört. Was sehr schade ist, an der Stelle mal erwähnt. Außerdem ja, Anna Segers und Indigo von Clemens Setz, die ich beide grundsätzlich mal empfehle. Hier unten wieder ohne Stativ. Wir haben ein paar Peter-Stämme, wo oben auch bei der Fischer Taschenbibliothek schon etwas stand. Ich mochte den mal sehr, sehr, muss aber zugeben, wenn man da mal so 3 Bücher von ihm gelesen hat, oder auch 2 schon, dann ist es halt wirklich immer so derselbe Stil und kann mich vielleicht nicht mehr ganz so begeistern. Außerdem ein paar Irwin D. Yalom's, falls man ihn so ausspricht. Ein Psychologe, der auch Bücher schreibt und ein am Ende dickes Eulengetier. Außerdem aber die Bücher, die Ben Fass überraschend gut fand. Ich hatte ja damals befürchtet, weil es in den deutschen Buchhandlungen auch so als Jugendbuch unter anderem beworben wird, dass es mir vielleicht zu seicht werden könnte. Allerdings war das ein großartiges Buch und seit einer ganzen Weile mal wieder das erste, was mich tatsächlich zum Weinen gebracht hat. Aha, auch das tue ich. In der Science Fiction geht es erstmal wieder ohne Stativ los, dafür aber gleich mit einer Empfehlung, nämlich Margaret Atwood. Hier steht der zweite Teil schon im Regal. Grundsätzlich sehr, sehr tolle, entweder dystopische, postapokalyptische oder so speculative Fiction, die gut durchdacht ist und von mir absolut empfehlenswert. So ein wenig anderes Science Fiction Zeug, die Klassiker mit Fahrenheit 451. Ich sage irgendwie immer 451, sagte 451, ist, weil ich weiß es nicht. Philip K. Dick. Das Star Wars Buch, was ich euch vorgestellt habe. Und außerdem Die Flusswelt, die ich gerne nochmal neu lesen möchte, die mein Lieblings-Science-Fiction-Buch aus meiner Jugend war. Und ich müsste mal schauen, ob es so den Test der Zeit übersteht, aber eine tolle Grundprämisse. Wir haben außerdem die Metro-Bücher, die ich auch überraschend gut fand. Sehr, sehr toll. Matt Haig und ein Gangrene. Das sind die Biester, die für Wundbrand verantwortlich sind. So, ich lasse das jetzt einfach mal mit dem Stativ, mal schauen, wie gut wir zurechtkommen. Wir werden begrüßt von einem sehr dreckigen Glückshormon, was auch eines dieser Parasaktiere ist. Dahinter steht wieder ein Klassiker Fremde in einer fremden Welt, außerdem Schöne neue Welt und dann die Ursula K. Le Guin, falls man sie so ausspricht. Dann ist das Leben, von dem ich auch bisher nur eines las, aber grundsätzlich empfehlenswert. Station 11 habe ich euch vor 2 Monaten vorgestellt, natürlich ein Klassiker 1984 und die lange Erde-Reihe, wo übrigens definitiv noch ein neuer Band kommt, der ist schon im Druck. Wie es dann allerdings weitergeht, ist immer noch unklar. Wir haben hier noch ein paar Dystopien, die Hyperion-Gesänge, die großartig waren, ein quasi Science-Fiction-Epos, würde ich mal sagen. Schlachthof 5, grundsätzlich auch empfehlenswert. Ich möchte unbedingt noch mehr von Kurt Vonnegut lesen, auch wenn er nicht nur Science Fiction geschrieben hat. Und dann wieder eine dicke Eule, die aber irgendwie mehr wie ein Hund aussieht. Und außerdem einen todeslustigen Lemming. Im nächsten Regal verstecken diese 3 blüchigen kleinen Eulen die Harry Potter Bücher. Danach kommen ein paar hübsche Ausgaben, die aber immer nur der erste Teil einer riesenlangen Serie sind, weswegen ich wirklich nur immer diesen ersten Teil gelesen habe und nicht weiter. Wir haben hier ein Geburtstagsgeschenk, nämlich diese Schreibhürde mit Tinte, die wirklich ganz, ganz toll ist. Mit dem kleinen Manko, dass ich zu dumm bin, sie wirklich gut zu bedienen, weswegen sie dann mehr herumsteht, als genutzt wird. Im Hintergrund noch ein wenig Fantasy, mein einziges Neil Gaiman Buch, wo ich mal schaue, ob ich da weitermache, was aber nicht schlecht war. Wir haben hier den Mörs, wo auch der zweite Teil noch auf mich wartet. Oh ja, und jetzt kommen wir zu His Dark Materials, definitiv meine Serie in der Jugend, auch 1000-mal besser als Narnia. Ich würde Philip Pullman immer verteidigen, ich mag die Serie sehr, weiß nicht, ob sie mich als Erwachsener noch so begeistern würde.
Und ganz in der dunklen Ecke dann von Patrick Rothfuss die Bücher, die in der nächsten Reihe weitergehen. Hier unten haben wir dann neben dem zweiten Band vor allem diese so kleine Extra-Novelle, würde ich mal sagen, die übrigens wunderschön aussieht. Zumindest nachdem ich den Schutzumschlag einfach weggeworfen habe. Und das Ganze geht nicht rein. Das Ganze wird dann abgeschlossen von ein paar Tolkien-Büchern, selbstverständlich. Und einer Kiste auf und in der ein paar Lesezeichen liegen. Das war's auch schon für die Fantasy. So, im untersten Regal kann ich euch erstmal beweisen, was wir für gesunde Menschen sind und euch meine ganzen Pizza-Gutscheine zeigen. Außerdem die, wie schon erwähnten, Thriller, die ich gut in Erinnerung habe, aber auch nicht mehr wirklich lese. Natürlich ein wenig Thomas Harris, Jean-Christophe Congé, dann hier noch ein wenig Horror, Poe und Lovecraft natürlich. Natürlich. Die Dunkle Turmreihe, das ist vielleicht sogar die einzige, die ich doch nochmal zu Ende lesen würde, von Stephen King. Ich komme an Stephen King überhaupt nicht mehr heran, aber das war eine gute Idee. Ich habe es halt leider nie zu Ende gelesen. Mal schauen. Außerdem The Stand und S, so als Klassiker von King. Ja, im Gegensatz zu den im nächsten Regal aufgeführten Thrillern. Wir sind jetzt in diesem besagten Stiefkind-Regal. Das sind ehrlich gesagt ein paar Stephen King-Bücher, die ich persönlich schon weggegeben hätte, aber mein Freund kann sich noch nicht davon trennen. Einiges gehört auch ihm, das würde ich natürlich nicht weggeben, aber Sachen, mit denen ich einfach nichts mehr anfangen kann, hier, bla 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 bla. Oben in diesem Regal liegt halt so ein bisschen Kram, das gehört alles nicht mir, ein paar Kochbücher, so ein paar persönliche Erinnerungssachen, CDs von meinem Partner, eine Gasmaske. Außerdem finden wir hier eben diese besagten Bildbände. Ich habe euch schon mal dieses New York Art Museums gezeigt, ein unglaublicher Promo. Salvador Dali, vermutlich einer meiner Lieblingszeichner. Wir haben hier auch Giga, Rembrandt, Van Gogh, bla 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 bla. Und dann kommen wir, wie gesagt, zu diesen Sprachbüchern, Spanisch zum Beispiel, was ich noch nie angefangen habe. Hier hinten steht ein verstecktes Lateinwörterbuch. Auch in der nächsten Reihe ist eben noch so ein bisschen, ja, Latein, der Duden und ein wenig Humor, die aber hauptsächlich meinem Partner gehört. Damit kommen wir auch schon zu den Comics, die von einer dicken, einer kleinen, einer weiteren dicken, einer weiteren kleinen und einer bunten Eule bewacht werden. Bei den eigentlichen Büchern finden wir vor allem ein paar neuere Zugänge. Wir haben hier auch Urban, was ich euch grundsätzlich empfehlen würde. Ich kann euch jetzt mit einer Hand leider die Bilder nicht weiter zeigen. Ich versuche es mal ein wenig einzublenden dann. Schneekreuze und Jane, the Fox and Me habe ich ja schon mal besprochen. Low ist aus dem letzten Monat. The Unwritten war ganz interessant. Von Saga. Eule verloren. So, von Saga, was ja auf BookTube. Was ja auf BookTube so beliebt ist. War ich bis jetzt nicht so begeistert. Ich weiß gar nicht, ob ich weitermache. Mal schauen. Ja, noch ein bisschen Thriller in Graphic Novel Form. Den, ich glaube, schon einmal erwähnten Prozess von Kafka in Comic-Version. Und dann ja, hier auch wie in meiner schon mal erwähnten jugendlichen Gothic-Phase, was glaube ich irgendwie jeder in seinem Zimmer hängen hat, habe ich auch hier noch was. Hier unten drunter liegen einige Comics, die ich eher nicht gut fand. The Walking Dead finde ich zum Beispiel in Comic-Form überhaupt nicht gut. Ich mag die Zeichnungen nicht. Ja, das wäre dann auch schon das oberste Regal. In der nächsten Ebene haben wir das schon einmal von mir erwähnte illustrierte Werk zu Tolkien. Außerdem mein absoluten Lieblingscomic, The Arrival, von dem ich euch auch schon mal erzählt habe. Genauso mit The Now of Brown. Hier gibt es Marvels Thor zu sehen, was auch noch nicht zu Ende gelesen ist, wo ich die Zeichnungen sehr mag, auch wenn sie natürlich maskulin übertrieben sind. Wir haben hier Der Dunkle Turm, was ich ja wie gesagt in Romanform noch nicht einmal zu Ende gelesen habe. Genauso The Stand von Stephen King, womit ich halt nicht mehr so viel anfangen kann. Ich möchte euch eine großartige Version des Jokers zeigen. Die Zeichnungen sind von Lee Bermejo, falls man diese ausspricht. Und ich liebe das. Das ist wirklich, wirklich großartig gemacht. Und ich kriege das jetzt natürlich nicht mehr hier rein. Ja, ihr seht ja auch noch so ein paar andere Batman-Sachen, die sich aber vor allem immer auf den Joker konzentrieren. Und den absoluten Klassiker mit Watchmen. Was ich auch grundsätzlich empfehlen könnte. Hier sind noch so Zusatzbände zu den Watchmans. Und Deadpool, zu dem ich so eine, vielleicht eine Guilty Pleasure Beziehung habe, wobei ich den Ausdruck Guilty Pleasure nicht besonders mag. Wir haben einen Sin City, möchten eigentlich gerne noch mehr kaufen. Und hier drüben gehen dann eigentlich schon die Mangas los. In erster Linie mit Kaori Yuki, wo ich auch diese zwei Artbooks habe. Und bis zu dem Moment, wo ich dann eigentlich aufgehört habe,
Mangas weitestgehend zu lesen, habe ich alles von dieser Frau, was ihr auch gleich im nächsten Regalboden noch sehen werdet. Neben dieser dicken, flachen Eule sind dann hier eben alle anderen Werke von Kaori Yuki. Ich glaube, inzwischen hat sie auch schon etwas Neues, aber wie gesagt, ich bin da doch etwas raus. Im nächsten Regal eben ein paar weitere Mangas, die ich damals mit aus meinem Kinderzimmer genommen habe. Es sind halt alles ein paar Sachen, die mir gut in Erinnerung geblieben sind, wobei ich vieles gar nicht zu Ende gelesen habe. Zum Beispiel Yone Bass hat noch einen weiteren Mann, auch Death Note ist nicht zu Ende. Ebenso Letter B, wobei das wahrscheinlich der Manga ist, den ich noch zu Ende lesen würde. Der gefällt mir. Das sind unglaublich schöne Zeichnungen. Versuche ich das mal. Ach ja, falsch rum. Das ist so schön in der Farbgebung. Auch der Stil dann im Buch gefällt mir sehr gut. Auch so eine Art dystopische Welt, kann man sagen. Ihr könnt es euch ja mal anschauen. Grundsätzlich eine Empfehlung, falls ihr mal möchtet. Aber es sind halt auch einige Bände. 11, wie gesagt, stehen hier und ich dachte, das ist noch nicht einmal das Ende. Und jetzt ganz unten, ihr seht mich gespiegelt, ich liege übrigens gerade auf dem Boden, noch ein paar letzte Mangas. Ich fahre einfach mal so dran vorbei. Das sind die, die ich eben von zu Hause mitgenommen habe. Das ist definitiv nicht alles, was ich besitze. Und wenn man bedenkt, wie viel Geld ich für Sachen ausgegeben habe, die mich jetzt nicht mehr interessieren, dann ist es dezent traurig, aber egal. Das waren, glaube ich, all meine Bücher. Tada! Ach so, ja, und auf der Rückseite habe ich einen kleinen ungelesenen Bücherregenbogen gemacht. Der geht auch noch weiter. Das sind leider in letzter Zeit mal wieder mehr geworden. Ich habe mir ein paar gekauft und dann gab es auf Arbeit noch ungelesene, alte Leseexemplare dazu. Und deswegen steht jetzt hier wieder ziemlich viel. Das, aua, aua, aua. Oh, meine Knöchel. Jetzt befinden wir uns oben im Billigregal.